Okay, gut, dann kümmern wir uns jetzt um Lukas. Ich hoffe, ich glaube, sie haben genug Zeug dabei, in dem Fall. Ach ja, die kaputte Flinte. Ja gut, das. Die können wir laut deiner Aussage gleich abnehmen. Ja, die müssten wir Man muss gleich. dir schon zu Aussagen nicht trauen, denn die sind in vielen Fällen falsch. Ach, du meinst wegen der Panikraumnummer, wegen dem Video, was wir ja vorhin hatten? Ja. Es ist leider nicht möglich. Oh, Pillen. Ja, warte mal, abnehmen. Wie war es nochmal? Es sind Möglichkeiten abnehmen, Pillen, aber wenn sie mit denen Chemikalien nutzen, dann können wir dann. Genau. Hier ist Psychotikum herstellen, mit dem wir die Sachen sehen können für ein paar Minuten. Was? Ach so. Muss auf das Richtige schauen. So. Anscheinend steht Lukas auf. Was für eine Musikrichtung ist das? Stampfen. Weißt du was, Eike? Ich glaube. Das ist einfach nur Krach. Oh, wie passend. Was tun wir hier gerade? Genau. Was machen wir gerade, Eike? Das haben wir gerade eingeblendet. Ja. Von Resident Evil 7. Haha. Ich wette, dieser Lukas, der ist einer von diesen Typen, der würde auch mit so einem aufgetunten Golf herumfahren, mit so einer fetten. Mit einer fetten Bassanlage, in denen sowas läuft. Ja, so bewegen sich diese Typen meistens ziemlich schnell weg von einem. Ach komm, geh mal in diesen Fernseher, das ist stimmig entnervend. Bin hässlich. Irgendwen erinnert er mich. Müsste mal etwas schlafen. Weiß, leck dran. Warum willst du das? Es ist beiß ab. Sie denkt, das Teil ist etwas Besonderes. Nein, Ethan. Es ist nicht besonders. Das genau hier ist besonders. Weißt du, Ethan? Nicht jeder will gerne die Zeit zurückdrehen. Was? Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. Du bist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also, Ethan? Ethan? Du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Na komm schon, Ethan. Was sagst du? Komm zu mir! Scheiße! Scheiße! Ich wollte doch noch gerade das Dschungelcamp gucken! Oder was anderes. Obwohl, das wäre auch schlimm. Zum Glück. Wer sind wir ja nicht in der Final Destination Welt? Weil es hätte ja jetzt so eine riesige Glasscherbe oder Scherbe vom Fernseher jetzt in uns drin stecken. Ja, verstehst schon, Eike, was sein Motiv ist, nicht wahr? Wo es in einer Szene sogar richtig übernatürlich wurde, wo einfach Schleim einen erdrosselt hat. Schleim? Ja, irgend so ein Badewannenschleim. Und ach, du meinst das blaue Zeug, was Wasser, Klowasser aus dem ersten Teil, mit denen ihr in der Badewanne. Ja, ja. Und dann von der Schnur erdrosselt wurde. Ja, ja. Genau. Und das Wasser geht dann auch nochmal wieder zurück. Ja, ja. Das war halt der Abfuck des Jahrhunderts. Ja, ja. Der Tote, der lässt keine Spuren. Oh, aber wo tot? FBI-Fahndungsliste. Nur so ein leeres Feld. Der Tod. Genau.
Final Destination. Besser als die Täterbeschreibung, die die anderen in diesem anderen Film haben. Das ist unser Täter. Rollt ein Autoreifen rein. Der Reifen? Ach so, ja, ja. Habe ich gesehen. Ist sehr schräg. Und gut, es ist jetzt nicht kein Geheimnis, Eike, dass das hier eine... Wie heißt es? Eine Stolperfalle ist? Nein, eine... Eine Booby Trap. Eine Bombe. Für genau. Brüste. Ja, mit Muskatnuss. Mit Draht, genau. Und wir müssen natürlich da runter durch. Am besten hier, weil es jetzt schräg ist, weil wir wollen ja schließlich nicht undicht leben verlieren. Dass der Arsch dieser Puppe explodiert. Genau. Wir müssen auch in den Raum kommen, in den der Reparatursatz ist für die kaputte Flinte. Ah! Noch mehr geht's nicht, was? Ja, und wir wissen ja, wo... Ich wette, die schon latscht irgendwann rein, weil er die ganze... Ja, weil später... Scheiße! Ja, weil später noch ein Draht gibt, einige Stellen gibt, wo so ein Draht ist, der sehr, sehr, sehr tief, beziehungsweise sehr dünn ist. Und man im ersten Moment gar nicht sehen kann. Genau. Habe ich eigentlich erzählt, dass ich Saw 2 im Kino gesehen habe? Warum? Bist du dumm? Ja, es war entweder zu so einer Veranstaltung gehen von der Ausbildung, wo ich nicht so Bock habe, oder eben ins Kino gehen. Und da dachte ich mir, hey, guck mir das doch lieber an für 5 Euro, weil 5 Euro Kino, Eike. Ich meine, für 5 Euro kriegst du heutzutage nicht mal mehr. Was kriegt man da noch im Kino? Also früher, als es Kino noch gab. 5 Euro? Oh, einen gut. Feuchten Händedruck und einen Tritt in die Nüsse. Genau. Oh, gut, Eike, es funktioniert. Waffenreparaturkit. Okay, dann reparieren wir die Flinte. Genau. Ich habe nämlich das ein paar Folgen, das weißt du ja wahrscheinlich gar nicht mehr, Eike. Ich habe ja ein paar Folgen vorher... Jetzt leg die Flinte fest als Waffe. Genau. Genau, perfekt. Und jetzt gucken wir uns die neue Flinte mal an. Das ist die M37, das ist die alte. Das ist die neue. Eine altmodische Flinte mit viel, nicht viel Munition, aber ordentlich Bums. Ist die dabei? Ja, doch. Und was sagst du? Zeig nochmal. Nochmal? Achso, der hat schon nachgeladen. Ja, so ist sie. Sag mir, können sie ja nochmal drehen. Kannst du auf die Bomben aus der Ferne schießen? Ich könnte es versuchen. Aber wir haben es ja schon angesehen, Eike. Hier, genau. Moment, ist das nicht dieselbe? Ist das nicht dieselbe Flinte wie aus, Krabi. Oh, Groovy. Aber die war okay, abgesägt. Reicht. Aber die war abgesägt. Ja. This is my Boomstick! Okay. Nee, das ist nicht der Boomstick ist eine Pumpgun-Date schon. War's das? Ah, kommt man vielleicht durcheinander. Pumpgun so. Nicht. Okay, wir könnten. Kannst du die Bomben abschießen mit den Waffen? Kannst du da drauf schießen? Soll ich mit der rote leuchtende Ding? Soll ich mit der Flinte draufballern? Ja, warum nicht? Okay, weil ich glaube der. Nicht die andere. Die andere? Aber die hängt hier schon die so tief. Die andere Flinte. Nimm die andere Flinte. Die neue? Die andere Flinte. Die neue. Mal ausprobieren, weil der Draht, sieht man ja, der hängt ziemlich tief. Ich glaube, da kommt man gar nicht so leicht einfach runter. Okay, schieß auf die Bombe, sehen, was passiert. Oh, danke, ein Lob von den... Wäre ich beinahe reingelaufen. Das ein Lob von den Psychopath-Eike, nicht wahr? Der unbedingt... Psychopath. Psycho. Psychopath, genau. Der unbedingt will, dass diese ganze Nummer hier mit Evelyn bzw. die ganzen Pilzen stehen bleibt. Warum? Weiß ich nicht. Naja, weil er diese Superkräfte dann auch behalten würde. Deswegen hat er sich doch gerade vorhin in dem Video beide Fingernägel entledigt. Hast du es doch gesehen? Jetzt ist die Frage, ist da was drin? Ist da was Gutes drin oder eine Bombe? Oh, können wir es falsch herstellen? Könnten Heilung herstellen. Okay. Brauchst du Heilung? Ja, 3 Fläschchen auf Vorrat ist immer gut. Das hält erstmal eine Zeit lang vor. Aber ich glaube, das da... Ich weiß nicht. Was meinst du, Eike? Ich weiß nicht. Ich würd nicht machen. Ich würde da mit der Pistole drauf schießen. Die Pistole, ja. Nee, lieber mit der Schrotflinte. Die Pistole hat hier gute Munition. Ja, der guten Flinte. Ja. Haha! Das Schwein wollte uns linken, Eike. Ich dachte jetzt machen wir die Kiste kaputt und kriegen dadurch Schaden. Vorsicht. Nein, hier ist nichts. Da ist eine Bombe. Da habe ich sie gesehen. Da ist sie. Schieß auf die Bombe.
Sei vorsichtig! Die beißen zurück! Hier ist noch ein. Da ist noch eine. Warte mal, ich sehe doch den Draht. Oder wollen wir dran vorbei? Ach nee, Quatsch, der Draht. Ach nee, der Draht ist immer noch zu sehen anscheinend. Na gut, macht Sinn. Ich muss wohl einen Gang zulegen. Oh, wieder die magische Truhe. Können wir jetzt wissen, jetzt das, das tödliche, tödliche Videoband wegpacken. Und die Abmagerungspillen. Oh, können jetzt Psychotikum mitnehmen, damit wir den hier sehen können, ob wir nichts übersehen. So, und sonstiges? Ja, genau, den Rest lassen wir liegen. Weil den Granatwerfer, den heben wir uns lieber eher für etwas größere Brocken auf, nicht wahr? Ach ja, übrigens, eigentlich in der Zwischensequenz, ne? Hast du es gesehen? Oder eher gehört? Als er das Tastfeld hier bedient hat. Die Resident Evil Soundeffekte. Boop, boop, boop. Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein, 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 nein. 0621. Nein, 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 nein. Es ist 0514. Na komm schon, versuch's mal. Man weiß nie. Ich habe so das Gefühl, egal was wir eingeben, es wird eh falsch sein. Okay, was ist die richtige Angabe? Gar keine. Und glaubst du etwa, der verreint 0815, mach 0815. Glaubst du etwa, der gibt uns den richtigen Code? Du weißt den richtigen Code, oder? Nein, es gibt keinen richtigen Code. Genau wie bei dem Videoband. Bumm. Genau wie bei dem Videoband muss man das so machen. Oh, oh, oh. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Hm? Oh. Naja, das Dach war ja eh schon kaputt. Jetzt kommt das Ding zurück, nicht wahr? Jetzt müssen wir die richtige Zahl eingeben. Die da wäre? Keine Ahnung. Was war denn? Keine Ahnung. Was war es denn? 8? Ne, wie viel war es nochmal? 1, 4. Ja. Was hat er gesagt? 1, 4? Nee. Ich muss das Passwort herausfinden. Oder wir gehen einfach durch diese Tür. Ich glaube, wenn man dieses Let's Play komplett durchschaut und für jedes Mal, wenn ein Geheimraum auftaucht, einen trinken würde, Eike. Oh, und wieder die Fleischklumpen. Haben wir schon vermisst, nicht wahr? Und da wir ja eh die Flinte jetzt einsetzen, ist Flintenmunition keine schlechte Idee. Schieß die Kisten mal kaputt. Kann ich beide treffen? Aus der Ferne, weiter weg, weiter weg. Glaubst du, ich kann beide treffen? Nee. Ja, nee. Nee. Weiter geht nicht, weil die Ecke hier und die andere Ecke ist auch ein bisschen... Oh, was haben wir da? Nix. Ja. Okay, jetzt schieß einfach die Kisten kaputt gleich aus der Ferne. Einfach nur mal so. Ja. Aha. Okay. Das war eine Bombe. Das war eine Bombe, ja. Naja, zumindest verschießen wir nicht zu viel Munition mit dieser Flinte, weil die kann ja nur zwei Schüsse tragen. Da schießt die Kiste da kaputt, die ist mir suspekt. Diese Kiste war mir so suspekt, Herr Offizier. Herr Polizist. Ich konnte nicht anders. Nein, noch besser. Sie hat mich angegriffen. Ich wusste doch, dass da was kommt. Effektiv. Mehr Power. Ja, warum hat sie mehr Power, Eike? Weil sie nicht... nur zwei Schuss hat. Ja, weil sie nur zwei Schuss hat und weil sie im Gegensatz zu der anderen Flinte, die wir bekommen haben, am Anfang nicht so heftig streut. Dadurch, ja. Verdammt, ich bin ein Videospieler. Ich muss mich doch mit Waffen auskennen. Nicht wahr? Oh! Ah, ich wusste es. Du Vollidiot. Ja. Da über dir ist auch noch eine Bombe. Neben mir auch noch. Über mir und auch. Mach erst die da über dir kaputt. Und die da. Hä? Wo war die denn plötzlich her? Hinter dir. Ach. Spacko.
Hinterm Regal. Na gut, das war unfair. Wer jetzt denkt, dass ich die schon beleidige, weil es mir Spaß macht, das ist ein Comedy-Pack. Ich bin ein Backseat-Gamer. Ja, ganz schlimmer. Diejenigen, die immer... Naja. Wo, oh, Steroide! Ah, oh, ich Idiot! Verdammt! Ich hätte gerne. Du hast die Heilung verschwendet. Ja, ja, denn wenn man die Steroide einsetzt, dann kriegt man automatisch wieder volles Leben. Lass. Nein! Okay. Ah, ich habe abgebrochen. Oh, das geht. Cool. So, warte mal. Schießen oder messern? Schießen. Sicher? Na gut. Ja. Okay. Siehste? Ja, war hier sonst noch irgendetwas? Siehste? Warte mal. Ach ja, ich wollte das Psychotikum einsetzen, damit ich hier eh Sachen sehen kann. Ob da auch nur dann die. Machen wir. Ob auch die Sachen. Ob da auch die Bomben angezeigt werden? Na, wahrscheinlich nicht. Moment mal, wird auch ein bisschen die Perspektive dadurch verschoben? Ich höre sie schon wieder. Ah! Oh, ich habe geblockt! Und sein Kopf verzockt. Oh. Warte mal. Ich befreie ihn von seinen Leiden. Und seins auch. Was? Lebst du? Du bist ein wahrlich guter Christus. Ja, geht das? Wie unfair. Jemanden zu. Genau, weil er. Macht das überhaupt Schaden? Oh, macht es. Ich denke, aber so minimal. Ja, aber es hat funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Eigentlich gemein. Ich habe seine Behinderung quasi ausgenutzt. Da ist noch was. Flinte. Sehr geil. Ich liebe Flintenmunition. Jetzt auf einmal. Ja, warum nicht? Weil jetzt haben wir. Jetzt haben wir mehr als genug davon. So, und da oben ist der nächste Wackelkopf. Oh, es wird so wirklich angezeigt. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es wird nur Munition angezeigt und nicht auch noch die. Jetzt läuft jetzt schon die nächste Bombe, passt auf. Nein. Was ist das hier? Ist das so eine Art. Ist das so eine Art Scheune? Scheint. Das ist eine Scheune. Was haben wir hier? Brennstoff, Flinte, Speichern. Ach ja, und hier hätten wir uns nochmal die VHS nochmal anschauen können. Nur um sicher zu gehen. Da liegt auch noch Beute. Ja, ich weiß, das sehe ich durch die Wand. So, packen wir erstmal das Zeug weg, weil wir brauchen keine Münzen. Ja, haben wir denn jetzt eigentlich schon wieder? Die Chemikalien kannst du auch wegmachen. Genau. Magnum kannst du auch wegmachen. Ja, weiß ich doch. So, das reicht dann eigentlich wieder. Und die Morale? Wollen wir mal herstellen? Auch wegpacken. Ja, ich verstehe was her. Genau. Dann die flüssigen Chemikalien gehen aber langsam knapp. Ja, deswegen sollten wir jetzt nur noch einmal, ja, Quatsch, das geht doch am Pinieren. Noch einmal herstellen und den Rest aufheben für spätere eventuelle Munition. Also im Sinne von Pistole. Sehe ich da eine Bombe? Ich glaube, ich sehe da eine Bombe. Warte mal, genau, es war auf der anderen Seite. Ach, die. Die haben schon wieder. Die sind schon wieder verbraucht, Eike. Warte mal. Hier war doch was angezeigt worden. Also müsste doch da eigentlich was drin sein, oder? Mach's trotzdem. Schieß trotzdem kaputt. Okay. Nehmen wir dann nicht hier. Mit der guten Pistole. Mit der Flinte wieder. Okay. Die musst du mal nachladen. Oh, wo wir gerade vorhin von Chemikalie geredet haben. Können wir die gleich wegbringen? Wieder weg? Direkt? Na, lad ist, nach. Ja, ist ja eh gleich hier um die Ecke. Apropos, wie ist das? Horror-Action in der Scheune. Ich frage mich ja, wie viele Nachahmer es schon von Texas Chainsaw Massacre so gibt in der Zwischenzeit. Ich meine, von diesen ganzen Off-the-Dead-Nummern nach, wie heißt das, Night of the Living Dead und so weiter, da gab es ja irgendwie eine Schwemme an Zombie-Filme. Da muss es ja eigentlich davon auch eine Schwemme geben. Noch mehr? Wer hier im Chemielager gelandet oder was? Ah, ich verstehe. Hier müssen wir ja runterspringen. Ja. Wollen wir die auch vielleicht noch mal wegbringen? Ja. Ja. Okay. Es muss ja schließlich ordentlich sein. Damit du dich nicht irgendwie verdrückst. Wie soll ich mich denn bitte verdrücken im Inventar?
So. Wir haben übrigens auch nur noch 20 Schuss dafür. Also sollten wir jetzt auch jetzt nicht mehr so viele Kisten zerballern. Okay. Denke ich mal. Oh, apropos Scheune und Action. Gruselige Action in Scheune. Ich empfehle euch den eher unbekannten. Ist das ein britischer oder ist es ein irischer? Ich weiß nicht mehr genau. Horrorfilm. Wie hieß der nochmal? Ich glaube, das heißt irgendwie wie. Ich glaube, ein anderes Wort für abnorm. Ich, auf Englisch. Ich weiß den Titel leider nicht mehr. Schießen? Ja, was ist damit? Ja, schießen. Die sieht verdächtig aus. Gute Kniftenmon. Ah. Warte mal. Nein, jetzt haben wir ja zwei. Weißt du, was witzig wäre, wenn wir so Akimbo-Style mit beiden Schrotflinten so nebeneinander so. Bam, 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 bam. Ne? Aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen extrem. Ich weiß den Titel nicht mehr genau, aber ich weiß, dass es irgendeine Farm irgendwo nirgendwo ist. Ja, in welche Richtung nirgendwo. Und da wollen irgend so ein Konzern irgendwelche. Oh, starkes. Okay. Ein Genexperiment machen und spritzen dafür irgend so ein Zeug. Ich weiß nicht mehr genau, wie es wäre. So ein Zeug einer Kuh, einer Schwangeren. Und am Ende bringt dann die schwangere Kuh dann so eine Art. Oh, Autobatterie, nicht wahr? Wie viele Mortis braucht man dafür, um ein Rickschild zu erstellen? Drei? Drei. Und eine Mortis, ne? Eine Autobatterie, ja. Genau. Und diese ein Kuh. Ein Schild aus 1000 Dechans. Ich kann ein Schild aus 3 Dechans und eine Autobatterie herstellen. Ja. Nee, das ist gemacht. Brennstoff, Ja, und diese Kuh gebärt dann halt so einen Mutanten. Ja, das ist eine Falle. Den schon nicht die gute Pistolenmunition verschwenden. Benutz weiter die Schrotflinte. Davon findest du genug. Okay. Wir haben ja eh noch welches. Und die gebärt dann halt so einen Klumpen Mutantenmonster gegen den müssen. Das ist richtig eklig. Zeit, du findest die ganze Zeit Schrotflintenmuni. Aber du findest wenig, wie heißt das? Was? Wenig Pistolenmunition, besonders die verbesserte. Ja, stimmt. Ach stimmt, die Schalter. Da oben ist die Kiste. Nein, wir müssen. Nein, das ist keine Kiste. Da müssen wir hier den die Batterie einsetzen, um den Fahrstuhl wieder so aufzubringen. Oder auch nicht. Wieder eine Falle. Du hast das doch gespielt. Gentlemen, wir haben Regeln. Jo! Du mich auch! Oh mein Gott, Eike! Mach ihn platt! Es ist Rainer! Mit Eike, ist richtig? Wirklich? Einfach auf den Bauch, oder die Wampe? Kopf, meine ich. Ja, den Kopf, die schon. Und nachladen. Ich finde es immer interessant, wenn solche Sachen durch die Grafiken klippen. Von wegen schweres Sodbrennen. Nimm noch mal die andere. Die andere? Der Boomer ist tot. Er war sowieso nie mein Favorit. Genau, und da Dropout. Ein Mini-Boss-Kampf. Gut, dann auf hier. Nein, wäre auch keine schlechte Idee. Dann mach ein Fläschchen. Nein, Adrenalin, Adrenalin! Du Spacko! Ja. Und sag mir nicht, dass ich mir das hätte merken müssen. Du bist derjenige, der sich das merken muss. Dann hauen wir uns dann das Adrenalin halt rein, wenn wir das nächste Mal wieder im gelben bzw. roten Bereich sind.
Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Genau.